Buongiorno, meine kleinen Makaronis, zu einem neuen Part von Wario Land. Wir haben den Stoff Canyon, nicht das Kaff vor uns. Nummer 22 erwartet uns und rein ins tomatensoßige Getümmel. Yeah! Leck mich, du dämliche Feuerkartoffel! Ist euch unfassbar. Scheißdingen. Hab ich ganz vergessen. Ich bin klein. Ich war klein, so klein. Jetzt bin ich sauer. Oh, super beleid. Die blöden Enten, ey. Die Boomerang-Enten. Bats, habe keine Chance gegen Wario. Das ist eine böse Falle. Da müssen wir gut aufpassen, sonst ist es das mit uns gewesen. Bats, so wie mit der Ente. Ente, 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 Ente. Grillente. Lecker Grillentchen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal in den, hier, Dings, ne, zu der Parkuhr. Würde ich schon Geldautomat sagen. Das ist ein bisschen falsch. Ein Geldautomat spuckt Geld aus und verschlingt es nicht wie so eine gierige Ex-Frau oder so. Ah, okay, da war der zweite. Schnauze, Ente! Da ist der nächste. Das sah früher mal aus wie eine Kartoffel. Oder wie eine Zwiebel, aber nicht wie Feuerball. So ein Feuerball, Junge. Tschüss. Ja, yeah, jetzt kommt euch eine meiner Lieblingsstellen im ganzen Spiel, weil man da überhaupt nicht unfair sterben kann. Hier. Wenn du hier nicht aufpasst, dann fällst du sofort runter. Werde ich jetzt aber nicht demonstrieren, weil das ziemlich scheiße ist. Ja. Merkst du diese Veränderung? Was? Oh! Arschloch! Das Gute ist, jetzt können wir da besser durchkrabbeln. Huch! Verdammte Kacke! Hab ich voll erschrocken, ich dachte, ich verrecke jetzt. Wow! Ich dachte, ich verrecke! Das war knapp. Das Vieh hat mich voll wegrasieren können. Ah. Ist was? Ja. Ich würde gerne mit Geld. Ich bin Wario. So, warte mal kurz einmal hier wieder die Tastenkombo reinhauen. So. Weg mit den Pinunsen und Tschüssikowski. Ich bin klein. Jetzt bin ich groß und habe einen Bauarbeiterhelm auf dem Kopf. Schlechte Bezahlung. Wir haben immer noch nicht einen Penny, einen Cent oder was auch immer in der Tasche. Nicht daran, dass wir alles wegschmeißen. Stoff Canyon 23. Jetzt kriegen wir eine kleine Lorenfahrt aller Donkey Kong Country. Halt ein! Wir werden schon den tollen Held noch. Held. Den tollen Helm noch mitnehmen. Den Held, natürlich, wahres voller Held. Wario. Ich meine, hey. Mir geht's gut, ich bin nicht verrückt oder so. Alles tut die mit der Mutti. Sprach und verschwand in der Wand. Was? So, erstmal weiter hier. Blip, blip, blip. Schaffe ich es diesmal vielleicht, eine gerade Anzahl an Münzen abzugraben, damit ich sie einfach wegschmeißen kann, ohne immer die Combo zu machen? Es wäre toll. Hier, friss. Danke, Parkour. Vielen Dank. So. Das Ding fährt genauso schnell, wie wir laufen. Hihihi. Voll ausgetrickst hat. Noch mehr Knoblauch. Friss das! Friss das! Ich nehme schon mal meine Munition in die Hand. Obwohl... Oh, da war eine Wand. Eine Decke, meine ich. Wieder Geld eingesammelt. Ekelhaft. Über dieses scheiß Geld. Ist hier vielleicht wieder das Teil? Wario. Und zack, schon ist er wieder oben drauf. Huch. Bleibt er da einfach stehen, der Blödmann. Wollte erst da unten rein.
Da oben meine ich rein. Aber da unten. Ich wollte erst da unten hin und oben erst rein. Ach Mann, ey. Hat wieder kein Schwein, was ich gemeint habe. Jetzt kommt das Ding nicht wieder. Natürlich ist das das einzige Teil, was nicht wiederkommt. Weißt du was? Hier läuft es nach meinen Regeln. Und ich möchte erst da unten hin. So, nach meinen Regeln läuft das hier ab. Ja, klar. Yay! 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 Hätte sofort das Geld runterdrücken sollen. Verdammt nochmal. Ich bin über... Nein! Überhaupt nicht aufmerksam. Warte, 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 warte. Wario weiß immer einen Ausweg. Es gibt immer einen Ausweg. Yay! Ist der Daumen oben, wird man dich loben. Ach, so ein Mist. Oh, gucke mal, ein alternativer Weg. Oh, Stoff Canyon, ich liebe dich. 24 Nummer Kurs. Yeah. Dem, dem, dem. Oh. Ach, sieh mal einer, guck, das Level. Blup. Das Level ist auch toll, habe ich früher gerne gespielt. Da man hier auch so wunderbar Faxen machen kann. Oh, mein Beileid. Es war voll die Absicht. Mal kurz hier reingucken. Guck mal, das Ziel. Ist das nicht toll? Die Münzen sammle ich mal ein. Hier können wir einfach nur einmal abkürzen. Mein Fehler, Entschuldigung. Hier haben wir ganz, ganz viele Sachen zu tun. Wie zum Beispiel mit dem Schalter herumspielen. Wir gehen mal hier rein. Wie man sieht, hat man hier nichts. Außer so ein paar dumme... Huch, Kackminen. Und man kann einfach nichts machen. Was da nicht, dass wir hier erst den Schalter betätigen müssen. Hier haben wir so ein kleines Rätsellevel. Immer wieder Rätsel lösen, dann weiterkommen, Münzen sammeln, dann den Schatz heben. Guck mal, wir können jetzt hier oben rein. Oh, da ist der Schlüssel. Wo kommt die Mine her? Die mehr explodieren, das ist irgendwie komisch. Oh, jetzt kein Scheißbau. Upsa. So wollte ich eigentlich machen. Danke. So, einmal hier rein. Wir wollen ja den Schlüssel nicht vergeuden. Dummes Ding, ey. Guck mal, Wario rammt die Ecke und der ganze... Das ganze Level bebt und er zittert vor seiner Macht. Wie immer sammeln wir das erstmal nicht ein. Das haben wir nicht nötig. Wir gehen erstmal hier durch. Wir haben übrigens 10 Münzen. Ich bin klein. Was ist klein? Ich mache mich klein, besser gesagt. Haha, guck mal, das Geld. Oh, auf einmal weg. So kommen wir ja auch wieder hoch. Das ist immer ganz toll. Weil hier müssen wir eigentlich mit Wasser rein, damit wir den Scheiß kriegen. 100er Münze, ein weiterer Jetpot. Jackpot meine ich natürlich. Das möchte ich nicht einsammeln, einsetzen. Ich möchte nämlich hier durch Skill rauskommen. Sonst komme ich hier nicht durch, wenn hier alles voll Wasser ist. Das ist dann sehr suboptimal. Wow, Kollege. Vorsicht, sonst gibt es Schläge. Bim, bim. Ab ins nächste Räumchen. Na, ist schon direkt richtig. Hier brauchen wir nämlich das gute alte Wasser. Damit wir weiterkommen. Sonst kommen wir nicht hier hoch. Und gleich müssen wir da alles umändern. Sonst kommen wir da. Quatsch. Ist doch genau richtig. Was habe ich denn? Was? Ich war das nicht. Haben wir hier noch irgendwo eine Parkuhr? Warte mal. Ah, toll. Hier geht es einfach nur darum, Geld zu sammeln. Toll, ich freue mich. Ah, das ist also, damit wir auch wieder wegkommen, glaube ich. Wenn wir nicht gerade zufällig den Jet haben. Also den Jetpot. Den Jetpot, nicht den Jackpot, sondern den Jetpot. Das heißt, der heißt immer Pot. Ich weiß nicht, warum man das immer Pot nennt. Ich habe keinen Plan. Aber es ist halt so. Finde dich damit ab. Guck mal, ein Entchen. Bam! Und da fliegt sie im hohen Bogen davon. Und unter Schmerzen findet sie ein seliges Ende.
zu. Ich liebe den Jet. Ja, das sah mich extra nicht ein. Denn jetzt können wir etwas ganz, ganz Tolles machen. Was man gleich sehen wird. Erstmal können wir den wieder machen. Juhu! Ich habe mich hier früher irgendwie mal schwerer mitgetan, weil ich wohl, keine Ahnung, doof war. Hier war ich schon drin, ne? Ja, hier war ich schon drin. Tomatensoße muss bezahlt werden. Tomatensoße muss man heiß essen. Das sind viele Heizkosten, die man da reinbuddern muss. Ich kann nichts dafür, wenn das hier so macht, weil das macht das Spiel selber. Ich habe das nicht so programmiert. Ich kann da nichts für. Yeah, wir brauchen noch nicht mal einen Cheat. Was für ein Cheat? Level geschafft, nur den Schatz müssen wir das nächste Mal noch einsammeln. Aber wir haben unsere Mission erfüllt und sind immer noch battlearm. Yay! Machen wir schnell hier rein. Warum? War er jetzt... Will ich das Spiel umbringen, oder was? Hat fast den Anschein, als wenn ich das Spiel umbringen will. Ich weiß gar nicht, warum. Ich bin noch nett. Nett? Ein nettes Menschlein bin ich doch. Ich tue niemandem was. Ich glaube jedenfalls, dass ich niemandem etwas tue. Man kann mich auch ruhig berichtigen, wenn das Bedürfnis danach besteht. Oh, was zum? Warum? War ich flieg los, aber er geht runter. Wie dumm ist das denn? Physikalisch einwandfrei. Hey, ich bin begeistert. Das ist ja wohl ein Witz, ey. Nicht mit mir, ja? Ich möchte meinen Jetty wieder haben. So, ich bin nämlich ein Jet-Setter. So. Wäre das auch geklärt? Ich bleib mal im sichtbaren Bereich des Levels. Das möchte ich nicht einsammeln, aber ich möchte das. Und das. Und das. Und diese eine Münze auch noch. Damit ich das hier nicht mehr einsammeln muss. So. Über das Geld regiert nicht mal die Welt. Scheiß was auf dieses dämliche Dingen. Das hat mich eben in den Tod befördert. Ich mag es nicht. Es ist schlimmer als Fußpilz. Fußpilz bringt dich wenigstens nicht um. Er juckt nur. So. Erfolgreich wieder einmal abgeschließt, ohne den Cheat zu benutzen, um die Münzen runterzudrücken. Ja, 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 ja. Die feinen Unterschiede machen es aus. Wir hatten noch 3, 4, 5 Sekunden über. Ist gar nicht mal so verkehrt. Und jetzt kommt der nächste Boss. Komm her! Komm her! Ganz ruhig, Brauner, ganz ruhig. Wir brauchen das nicht. Ich liebe die Musik. Wir brauchen das, Hilfe! Soll's brennen, Wichser. Ah, Kartoffel. Das war eindeutig eine Kartoffel. Das ist eine brennende Kartoffel, die da mal hin und her hübbelt. Da bin ich mir sicher. Das kannst du sagen, was du willst. Halte fest an dieser Idee. Oh, ich glaube, ich habe da jemanden geröstet. Oh, das tut mir leid. Ich hoffe, es tat weh. Danke fürs Parken. Bitte beehren Sie uns bald wieder im nächsten Level. Wird gemacht, mein Freund. Das finde ich variotastisch. Ich bin immer ein Drache. Blablabla. So. Hoffe, man hört nicht immer den... Hui, den Controller im Hintergrund. Also in meiner Aufnahme. Das habe ich schon... beim Durchgucken der Folge gemerkt, dass man da öfters mal einen Controller gedrückt hört. Was daran liegt, dass die alten Super Nintendo Controller
ziemlich knarzt, wenn man sie ein bisschen gröber anpackt, sag ich mal. Da müsste das eigentlich von früher gewohnt sein. Ui! Da kann ich nichts für und er ist mir da reingelaufen. Guck mal, wer da ist! Es ist nicht Enricus, es ist jemand mit großer Nase. Ja, natürlich! Schmeiß den Popel ruhig sonst wohin, du Idiot! Hallo? Hallo? Hallo, du Kartoffelkopf? Jetzt schmeiß doch mal! Hallo, jetzt hör doch mal auf! Jetzt wirft er daneben, Alter! Das läuft gar nicht gut. Oh, ich bin reingesprungen. Fuck, Mann! Bah, warum hat er keinen Popel gerotzt? Ich versteh's nicht. Da! Wichsellappen! Bitte beenden Sie uns bald wieder. Halt die Fresse. So, warte mal. Wir haben bewiesen, dass wir da locker rüberkommen. Jetzt noch einmal mit Gefühl. Ich gebe einen feuchten Atomfurz an der Smash auf. Physikalische Begebenheiten hier. Das Spiel behandelt mich nicht gut, also behandle ich das Spiel auch nicht gut. Hui, ich dachte, er trifft mich. Der kleine Bastard. Gut, kein Feuer. Finde ich toll. Ah! Jetzt muss ich mir doch wieder Geld einsammeln. Ja, der dachte wohl, er kann mich erwischen. Ja, aber nicht mit mir. Oh, ich wollte ihn gar nicht retten. Ich warte damit nach der, bis nach der Siegerehrung. Ah, okay, einfach nur berühren, das geht auch schon. Hallo? Jetzt komm! Ja, der ist so dämlich. Ich weiß nicht, wie man den nennt. Hui! Mann! Hör auf damit! Ich mag dich nicht. Du siehst aus wie mein letztes Mittagessen. Nur, dass das nicht dauernd versucht hat, Popel auf mich zu rotzen. Und ich habe vergessen, dass ich den auch einfach berühren kann. Wah! 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 So, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Sonst kriege ich noch einen Kotzreiz hier. So. Einmal runter, einmal runter. Oh, 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 gut, dass wir noch da oben sind. Halleluja. Wario. Ich will keine Münzen. Juhu. Completo. Tutto. Completo. Ohne Schätze, ohne Geld, ohne alles. Und jetzt kommt die SSISA T-Cup. Was? Das Piratenschiff erwartet uns. Und ich frage mich, warum das Piratenschiff der, verdammt, ich habe wieder den Namen vergessen. Candice Piraten oder so? Ich habe keine Ahnung. Der Karies-Piraten ein W auf seiner schwarzen Flagge hat. Da oben, ne? Siehst du? Ein W. Also die Punkte bilden, wenn man sie verbindet, ein W. Warum? Als wenn das Schiff schon darum bettelt, von Wario übernommen zu werden. Ich habe keine Ahnung. Ich würde mal sagen, wir machen mal jetzt hier, ne? ZZSS Finito. Das war's für heute. Arrivederci, meine Kamakoronis. Im nächsten Part werden wir die SSISA T-Cup auseinandernehmen. Und ja. Mal sehen, was uns da noch erwartet. Irgendwie scheint es ja nicht weiterzugehen. Tschüss und bis zum nächsten Part.